Hallo, liebe Freunde der gepflegten Stickkunst. Herzlich willkommen auf dem Kanal Stitch Ilonka. Ich bin Ilonka und wir sind hier in Hamburg. Und ich komme heute mal außerhalb der Reihe zu euch, weil es wird ernst. Ende Juli ist meine liebe Freundin Esther aus Dänemark hier in Hamburg und wir haben uns überlegt, dass wir das als Anlass nehmen, um unser erstes Sticktreffen so ein bisschen zu organisieren. Ich hatte ja eigentlich gesagt, dass ich gerne so ein großes deutschlandweites Sticktreffen machen wollte, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das Momentum ist im Moment dafür nicht da. Viele Leute möchten nicht weit, weit fahren. Mal ganz abgesehen von den komischen Viren, die hier in der Luft liegen. Deswegen haben wir, also wir im Sinne von, ich habe das neulich mit meinen Stechmücken auf dem, bei einem Chat auch mal besprochen und viele sagten so, ja, dann mach doch kleinere regionale Treffen. Und ich fand die Idee gar nicht schlecht und wir haben jetzt tatsächlich schon 3 Termine soweit festgelegt. Und ich wollte die euch gerne erzählen, mal kurz erzählen, wann und wo das stattfinden soll. Und dann möchte ich euch unbedingt einladen, hier unten in die Infobox zu klicken, die einmal aufzumachen. Und da findet ihr einen Link zu einem Formular. Ich habe ein kleines Formular aufgesetzt, dass ich euch mal so ein paar Sachen abfragen kann. Das ist nicht schwer, das dauert nur 2 Minuten. Das funktioniert auch auf dem Handy, das läuft über Google. Und ich würde euch ganz gerne bitten, mir mal ein Feedback zu geben, wie ihr euch das so vorstellt und was ihr so für Ideen habt, beziehungsweise wann und wenn welchen Termin ihr auch teilnehmen wollen würdet, könntet, müsstet, solltet, dürftet. Natürlich brauche ich auch eure E-Mail-Adresse und euren Namen. Das braucht nicht unbedingt der Klarname sein, das kann auch euer Social-Media-Name sein, nur einfach, damit ich ungefähr eine Idee habe oder beziehungsweise halt eine Info habe, und euch ansprechen kann. Die Daten, die ich da sammle, bleiben auf meinem privaten Computer bis 4 Wochen nach dem Treffen und dann werde ich die auch wieder löschen. Ich veröffentliche die nicht, ich verkaufe die nicht. Das ist lediglich, die bleiben alle bei mir. Das ist lediglich eben für mich zur Organisation dieser Treffen. Und ihr habt es gerade schon im Intro gesehen, guckt euch das mal an. Eine ganz liebe Stechmücke auf meinem Server hat sich hingesetzt und hat ein fantastisches Logo für uns gemacht. Und ich liebe das sehr und ich finde es ganz fantastisch. Und jetzt bin ich noch da dran, das Ganze in eine Stickdatei umzuwandeln. Aber ich werde sie auf jeden Fall auch als kleine Aufkleber, kleine Goodies fertig machen, dass wir auch ein kleines Merchandising für unsere deutsche Stick-Community haben. Damit ich vielleicht 1, 2 kleine Geschenke für euch habe, wenn ihr doch den Weg auf euch nehmt zu den Treffen. Nun aber nochmal zu den Daten. Und zwar für Hamburg habe ich jetzt den Freitag und Samstag, Freitag den 29. Juli und Samstag den 30. Juli vorgesehen. Esther fährt am Samstag wieder nach Hause, von daher würde ich ganz gerne am Freitag im Laufe des Tages, so vielleicht ab 14 Uhr schon mal, ein Treffen anberaumen. Wenn ihr aber da noch keine Zeit habt oder ihr reist erst an oder das funktioniert nicht so ganz und ihr hättet erst Zeit am Samstag, dann würde ich halt eben gucken, dass wir auch eine entsprechende Location am Samstag bekommen. Diese Fragen frage ich euch auch unten in dem Formular. Klickt da mal drauf und dann könnt ihr das angeben, wann ihr Zeit habt an diesen beiden Tagen. Und ich frage euch auch solche Sachen wie, braucht ihr Parkplätze, kommt ihr mit den Öffis, würdet ihr eventuell auch ein bisschen Geld dafür bezahlen, falls wir eine Location-Miete erbringen müssen, möchtet ihr lieber in einem Café sein, wo alles irgendwie da vor Ort ist, also sprich Getränke, Essen, Örtlichkeiten oder soll ich lieber nach was gucken, wo wir uns selbst versorgen können. All solche Fragen würde ich halt eben stellen und diese Fragen gelten halt auch für die beiden anderen Termine. Der zweite Termin wäre der 10. September in Essen. Da habe ich mit
Jenny vom Stricken im Zoo und der Evelyn von The Spinning Cat mich kurz geschlossen. Die beiden wohnen nämlich dort in der Region. Und ich habe mit den beiden diesen Termin abgesprochen. Das passt für die beiden ganz gut. Und Jenny hat auch schon ein paar Vorschläge, ein paar Ideen gehabt, wo wir uns treffen können. Ja, das wäre also sozusagen der zweite Termin. Der ist jetzt nicht groß mit irgendeinem Event oder so verknüpft, außer dem Event, dass ihr Jenny und Evelyn und mich trefft. Oder dass wir uns treffen können. Und ich glaube, die Region Essen, Region Ruhrpott ist ganz schön. Die ist super zentral. Ich denke mal, da sind auch sehr, sehr viele Leute unterwegs. Man kann ein sehr schönes Wochenende dort verbringen. Solltet ihr eure Männer mitbringen, die werden da bestimmt auch was Schönes finden, was sie an dem Wochenende machen können. Vielleicht spielt da auch irgendwer Fußball oder so, ich weiß es nicht. Und von dort aus ist es auch tatsächlich gar nicht so weit bis nach Marl zu der lieben Frau Schmidt von Fadenkreuz, falls ihr dort mal shoppen gehen möchtet. Das sind nur ungefähr 30 Minuten oder 35 Minuten mit dem Auto. Also das wäre der zweite Termin, Anfang September, am 10. September in Essen. Und der dritte Termin, den wir uns schon ausgedacht haben, ist der 8. Oktober in Berlin. Und zwar ist an dem Wochenende vom 7. bis 9. Oktober eine Kreativmesse, warte, lass mich kurz gucken, die heißt Kreativmesse Berlin. Die ist an diesen drei Tagen in der Arena. Ich tue euch unten auch nochmal einen Link zu dem Veranstalter-Website. Jedenfalls haben eben einige aus der Berliner Region gesagt, so Mensch, wir würden da ganz gerne hingehen. Und ja, ach, hier dann zwei, drei Mädels sagten, so Mensch, dann lass uns doch treffen, lass uns doch gemeinsam shoppen gehen. Und dann hat sich das so ein bisschen aufgebaut, dass ich gedacht habe, Mensch, ja, wenn das eh so was Interessantes ist und dort aus der Region auch ein paar Leute unterwegs sind, dann lass mich das doch öffentlich sagen. Vielleicht haben ja auch noch mehr Leute Lust, tatsächlich auch nach Berlin zu fahren an dem Wochenende und vielleicht Freitag, Samstag, Sonntag shoppen zu gehen auf der Messe, sich mal umzugucken und dann eben an dem Wochenende auch ein Treffen mit uns zu machen. Und ich habe jetzt noch keine Idee genau, wo wir da uns treffen wollen würden. Dazu brauche ich zum einen halt eben auch eure Vorlieben dazu sozusagen, was ihr lieber machen wollen würdet. Und zum anderen muss ich auch mal oder will ich auch mal die Messeleitung anschreiben und gucken, ob wir vielleicht sogar auf dem Messegelände irgendwie ein Räumchen kriegen könnten, um einen Workshop anzubieten. Aber das muss ich nochmal rausfinden. Ja, das waren jetzt erstmal die drei Termine, also nochmal am 29.-30. in Hamburg, am 10. September in Essen und am 8. Oktober in Berlin. Jetzt möchte ich euch noch zusätzlich bitten, in dem Formular unten habe ich auch noch ein Textfelder drin, wo ihr mir mal ein Feedback geben könnt zum Thema, wo würdet ihr euch noch ein Treffen wünschen? Ich habe das Gefühl, dass die Community hier, was ich jetzt so sehe an Kommentaren auf meinem Server und so weiter und so fort, die ist nicht ganz flächendeckend über Deutschland verteilt. Es gibt so ein paar Cluster oder so ein paar Regionen, wo eben mehr los ist und wo weniger los ist. Von daher fände ich es wichtig, von eurer Seite aus wirklich mal zu schreiben, ich wohne da und da oder ich würde halt auch irgendwie so und so viel, gut, die Frage muss ich noch dazu schreiben, wie viel Kilometer ihr gewollt wäre, vielleicht auch zu fahren. Dass ich nochmal ein Gefühl dafür kriege. Vielleicht hätte ich, also ich, was heißt vielleicht, ich hätte ganz gerne noch Nürnberg auf der Liste, weil dort in der Nähe die Stitchy Mama wohnt. Vielleicht hat sie auch Lust, dann mit dazu zu kommen. Das wäre halt eben so eine Frage, dort in der Region vielleicht irgendwie was zu machen. Jetzt nicht direkt in Nürnberg, sondern vielleicht auch außerhalb. Die Frage ist, was ist mit Baden-Württemberg? Da habe ich gar kein Gefühl dafür. Was ist mit Ostdeutschland irgendwie, wo außer Berlin, ich meine, Berlin ist jetzt irgendwie so das Zentralste, aber wo außer Berlin könnten wir uns da vielleicht noch treffen? Und sagt mir doch auch mal bitte, ob ihr noch von weiteren Messen wisst oder von weiteren Veranstaltungen, Wollfest, Kreativmessen, Stoffmarkt, was auch immer, was in der Region zu dem Zeitpunkt auch stattfinden könnte, falls man das verbinden wollen würde.
Ich hatte eigentlich im Hinterkopf, im September zur Nadel und Faden in Osnabrück zu gehen. Die Nadel und Faden, die jetzt im April gewesen ist, habe ich natürlich verpasst oder verpennt. Wenn ihr mir schon länger folgt, dann wisst ihr ja warum. Was mir einfach im April und Mai absolut überhaupt nicht gut ging. Jedenfalls, die habe ich nicht mitgemacht, aber es gab ja oder es sollte eigentlich noch eine zweite Nadel und Faden geben in Osnabrück. Wenn ich auf die Webseite gehe, steht da im Moment, Termin im September steht noch nicht fest. Und ich befürchte, dass diese Messe vielleicht auch gar nicht stattfinden wird. Ich hatte nämlich auch noch eine Messe in Hamburg, nee, in Hamburg, ja doch hier in Hamburg im Hinterkopf, wo ich gerne hingehen wollen würde. Die wäre Anfang Oktober gewesen. Die ist offiziell abgesagt. Die Aussage der Veranstalter auf der Website war, dass die ganze Branche sehr gelitten hat und daher die Aussteller recht zögerlich sind, ihre Stände zu buchen. Und das vielleicht erst sehr kurzfristig machen oder so und was dann halt die Planung erschwert, weswegen sich diese Veranstalter eben entschieden haben, diese Messe nicht stattfinden zu lassen. Die Berliner Messe scheint stattzufinden. Da steht auf jeden Fall jetzt noch auf der Webseite, dass sie stattfindet. Es ist zwar noch kein Ausstellerverzeichnis da, aber vielleicht kommt das ja noch. Ich finde es ein bisschen schade, aber ich kann es halt auch echt gut verstehen. Ich hatte da ja mit der Frau Kanzi von Historische Stickmuster, also Werkstatt für Historische Stickmuster, auch mal drüber gesprochen. Und in der Regel sind die auch häufig vertreten gewesen auf solchen Messen. Aber es ist natürlich auch ein monetärer und ein Zeitaufwand, den die Aussteller eben aufbringen müssen. Und aufgrund der Restriktionen, die in den letzten Jahren gewesen sind und die womöglich zum Herbst ja auch wieder kommen, mussten viele Aussteller halt eben besondere Auflagen erfüllen und ihre Stände umbauen oder zusätzlich Geld in die Hand nehmen. Und dann kommt halt irgendwie nur ein Drittel der Besucher, was dann einfach ein Plus-Minus-Null oder womöglich sogar ein Verlustgeschäft für viele ist. Von daher kann ich es schon verstehen, aber umso schöner, dass die ein oder andere Messe tatsächlich doch noch stattfindet. Ich glaube, im Oktober ist auch eine in Hannover. Die hängt, glaube ich, an der INFA dran. Und da die INFA definitiv stattfinden wird, denke ich mal, dass die Kreativmesse da auch stattfinden wird. Aber dazu würde ich euch dann nochmal separat was sagen. So, nochmal zum Thema Treffen. Und zwar, wenn ihr euch jetzt überlegt, so, ich bin nicht so ein Smalltalker und ich bin mehr so ein introvertierter Mensch und ich weiß nicht, ob ich mich da wohlfühle, ich weiß dann nicht, was ich sagen soll und ich tue mich echt schwer damit, fremde Menschen anzusprechen und mit denen irgendwie ins Gespräch zu kommen oder sowas. Und außerdem, ja, ich würde schon vielleicht ganz gerne, aber ich will, also ich traue mich irgendwie nicht. Dann möchte ich euch ganz, ganz herzlich ans Herz legen, probiert es einfach und kommt. Alles das, was ich bisher erlebt habe, also zum einen, was ich halt gehört habe von anderen Treffen und zum anderen, was ich auch selber erlebt habe, ist, diese Community ist so unfassbar nett und freundlich und lieb. Und ich habe das Gefühl, wir sind alle auf einer ziemlich gleichen Schwingung oder Ebene, wenn es darum geht, dass wir uns über unser Hobby unterhalten. Denn das ist unser Hobby und das finden wir toll und da stecken wir unser Herzblut und unsere Zeit und unsere Energie rein. Und jetzt überleg dir, dass dein Gegenüber genau das Gleiche empfindet für dieses gleiche Hobby. Das heißt, selbst wenn ihr euch auf keiner anderen Ebene irgendwo unterhalten könntet, auf unterschiedliche Musik hört oder unterschiedliche Bücher lest, aber ihr habt auf jeden Fall das gleiche Thema Handarbeiten. Ob es nun Stricken ist, Sticken, Stricken, Häkeln, Nähen, was auch immer, es wird auf jeden Fall eine Ebene geben, auf der ihr euch treffen könnt. Und bisher habe ich nur unglaublich liebe, nette, wunderbare Menschen hier getroffen. Lustige Menschen, Menschen, mit denen ich wahrscheinlich im normalen Leben niemals zusammentreffen würde, weil wir aus so unterschiedlichen Lebensbereichen kommen. Und umso spannender finde ich das, diese Menschen zu treffen oder euch zu treffen und mich mit euch auszutauschen und Ideen zu sammeln. Und ja, also ich liebe diese Community sehr. Und ich freue mich ganz, ganz, ganz doll darauf, wenn wir das tatsächlich schaffen. Und wenn es nur 10, 12, 15 Personen sind, ja, vielleicht werden es in Essen sogar ein paar mehr, weil wie gesagt, sehr Ballungs-, also sehr
bevölkerungsreiche Region. Von daher hoffe ich, dass wir vielleicht in Essen tatsächlich ein bisschen was kriegen, ein bisschen mehr Menschen zusammenkriegen. Ja, aber worauf ich hinaus will, ist, springt über euren Schatten, probiert es aus und keiner wird dort verhaftet. Jeder kann wieder gehen, wenn es ihm nicht gefällt. Keiner muss etwas tun, was ihm nicht gefällt. Und es gibt Geschenke und ich überlege mir auch noch ein, zwei lustige Sachen, dass sich eure Reise auf jeden Fall lohnt. Und nehmt eure Partner mit, nehmt eure Kinder mit. In Hamburg, in Essen, in Berlin kann man auf jeden Fall auch den Tag ganz wunderbar verbringen, von jung bis alt. Überlegt euch einen Wochenendtrip vielleicht oder so. Ja, also ich kann es euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. So, genug geredet, 16 Minuten. Also, bitte klickt hier unten drunter in die Dropdown-Box und also in die Infobox. Da ist ein Link zu dem Google-Formular. Bitte schreibt dort einmal rein euren Namen. Wie gesagt, muss kein Klarname sein und eine E-Mail-Adresse, über die ich euch erreichen kann. Dann sagt mir bitte, ob ihr in Hamburg, in Essen oder in Berlin dabei sein möchtet, könnt, dürft, wollt, sollt. Und gebt mir doch mal bitte Rückmeldung, ob ihr, also was für eine Location wir uns kümmern können, ob ihr Parkplätze braucht, ob ihr eventuell auch bereit wärt, etwas zu investieren. Und dann habe ich auch noch ein Textfeld sozusagen, wo ihr mir reinschreiben könnt, guckt doch mal bitte in diese Region, schau mal da und da ist noch eine Veranstaltung, Messebesuch, Museumsbesuch, was auch immer, gebt mir da doch bitte ein Feedback. Und dann würde ich eben weiter in die Detailplanung gehen mit meinen lieben Mitstechmücken in den Regionen, denn die sind auch alle ganz, ganz gespannt, euch mal im realen Leben kennenzulernen. So viel dazu. Am Donnerstag filme ich wieder ganz normal. Und bis dahin würde ich sagen, habt einen schönen Sonntag. Bzzz.